Hi Leute, es geht weiter. Wir spielen die Bergsons in Children of Morta. Jetzt schaut euch einfach nochmal den Ladebildschirm an. Wie klasse das aussieht. Auf geht's. Traumhaft. Bens Werkstatt. Vater wusste immer, dass die Zeit einmal kommen würde. So, da ist der Onkel Ben. Da oben ist die Schwester Linda. Ach Quatsch, die Schwester, die älteste Tochter Linda rechts. Da ist die Bibliothek. Und hier müssen wir mal einmal hin. Denn das müsste... Ganz links ist Kevin. Warum kann Mutter es nicht akzeptieren, dass ich kein Kleinkind mehr bin? Ja, und hier ist die Frau. Mit John. Dann gehen wir nochmal hin. When light faded from the sky and most were fast asleep, Mary would write about her family, immortalizing them for future generations. Was haben wir hier? Gut, das haben wir, die Bens Werkstatt. Und da ist die Großmutter Margaret in ihrer Werkstatt. Gut, wir ziehen los. Und heute geht's zum ersten Mal. Mit der ältesten Tochter. Linda. So. John ist jetzt Level 3. Linda ist noch 0. Auf geht's. So, Linda schaltet ihr Gegner aus sicherer Entfernung mit ihrem Bogen aus. Ja, weiß sie Bescheid. Mit rechts kannst du zugleich zielen und dich bewegen. Sie verbraucht Ausdauer, wenn sie sich zeitgleich bewegt und schießt. Ihre Ausdauer regeneriert sich automatisch, sobald sie aufhört zu schießen oder stillsteht. Gott. Kann aber mit dem rechten Stick schießen. Und natürlich mit dem Viereck. Gut, auf geht's. Oh Gott. Ah, schon mal nicht einfach. Ich muss erstmal ein Level aufsteigen, damit sie erstmal ist ein bisschen schneller als John. Als ihr Vater. Ist sie etwas schneller? Da habe ich natürlich noch keinen Edelstein. Da kann ich hoch, ja. Ich bin schon fast tot. Ja,
ein bisschen Geld einsammeln, ganz wichtig. Natürlich, die Spinnen, die hasse ich hier. Oh Gott. Das heißt weglaufen, aber es sieht gut aus. Ich bin gleich ein Level aufgestiegen. Level 1. Macht noch zu wenig Schaden, macht sie. Die Vasen kann ich auch kaputt machen. Ja, endlich. Gut. So, was können wir denn jetzt hier? Harmonie? Kostet weniger Ausdauer anzugreifen? Nein. Explosives. Denn da schießt ein Pfeil in den Himmel. Der explodiert. Gut, machen wir. 120 Damage. Also 120 Schaden. Machen wir. Ja, endlich. Ja, ist schon mal. Sehr gut. Ah, der zieht doch schon mal gut ab. Na. So. Na, weg hier. Da sind Pfeilspitzen auf dem Boden. Muss ich aufpassen. Na komm. Okay, was haben wir alles? Diese kann man anschießen, dann machen die auch nochmal extra Schaden. Ja. Ne, ich wollte nochmal zurück. Ich wollte hier nochmal zurück. Oh, da ist was. Kohle mitnehmen. Noch kein Edelstein. Noch kein Edelstein. Gott.
Na, die muss erstmal stärker werden. Oh je. Gott. Weg. Oh nein. Sie hat es zerrissen. Dauer des Runs. 6 Minuten 48. Na, ist ja nichts. Wie viel Morph habe ich gesammelt? Ich hoffe, dass ich mal was verbessern kann. 86, ne, das reicht nicht. Das ist zu wenig. Aller Anfang ist schwer. Kevin's need to help all began when his elder brother Mark left the house. His brother was strong, making any near him feel safe. But he left Kevin. Though Uncle Ben knew what his nephew needed, a focal point for his aspirations. Ja, der Onkel weiß Bescheid. Da gehe ich gleich sofort hin. Linda sagt, genug ist genug. Kevin sollte endlich aufhören, in sein Zimmer rumzuschmollen. Sehr gut. Jetzt gehe ich nochmal in die Werkstatt. Habe ich genug? 114. Nee, das reicht nicht. Das reicht vorne und hinten nicht. Gut, dann gehen wir. Oh, hier haben wir zwei Sachen sogar. Dann gehen wir mal erstmal links. A mother away from her child would cause worry even in the best of times. This was far from the best of times. It had been more than a year since Mark, Mary's eldest son, had gone to live in the monastery deep in the forest. The same forest was now the source of such worrying news. Mark, der älteste Sohn, ist im Kloster. Hoffen wir mal, dass er wieder zurückkommt. So, was haben wir hier? Das müsste ja die jüngste Tochter sein. Lucy could spend hours with paper and pencil, giving life to objects she witnessed in the clouds, drowning herself in her own world. A place empty of life's trials and tribulations, and away from Grandma Margaret, who was always insisting that she continue to practice her other specialty. So, John ist Level 3 und Linda ist Level 1. Dann müssen wir mit Linda los. Das muss besser klappen. Muss stärker werden. Ist natürlich abhängig auch, was ich für Perks finde. Oder Zauber. Ich habe ja eben gar nichts gefunden. In einem Run ist es natürlich abhängig, was ich für Perks finde oder Zauber etc. Erstmal aufleveln hier.
Das sind Stacheln. Komm, 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 komm. Schön. Gut zu wissen, dass da unten Leben ist. Nochmal zurück hier. Jawohl. So, jetzt muss ich nochmal gucken, habe ich einen Punkt? Ja, aber hier kann ich noch nicht investieren. Hier muss ich. Harmonie. Es kostet Linda weniger Ausdauer, gleichzeitig anzugreifen und sich zu bewegen. Gut, das muss ich auf jeden Fall mal machen einmal. Finden wir hier. Ah, schon wieder das. Can the body endure the mind's gamble? So, erst in der Mitte nicht, links auch nicht, rechts. Oho! Na, ich kann hier raus. Nein, kann ich nicht. Toll. Kann ich nochmal versuchen? Nö. Ich habe nur einen Versuch. Toll. Gut aus. Oh Gott, ich bin selber reingelaufen. Da bin ich selber reingelaufen. Nichts. Zählt erstmal mehr aus, ist schon mal gut.
Ich habe keinen Edelstein. Sehr gut. Da kommt er noch durch, ey. Das gibt's doch nicht. Was habe ich hier? Blutiger Schlag. Zauber. Primärangriff verursacht mehr Schaden. Hier wird deine maximal reduziert. Oh je. Okay, ist egal. Ach, Zauber sind magische Objekte, die in Mortar gefunden werden können. Also das sind jetzt Zauber. Jeder Zauber hat eine besondere Fähigkeit, die mit D-Kreuz nach unten aktiviert werden kann. Nach der Aktivierung wird der Zauber verbraucht. Es kann bloß ein Zauber gleichzeitig mitgeführt werden. Ach, du großer Gott. Gut, das ist ein Zauber. Weg hier! Das wird schwer. Diese kleine... Puh. Gut, da habe ich noch ein bisschen Leben gefunden. Sehr gut. Kein Edelstein, nix. Jawohl, Level up. Aber hier habe ich das Problem, dass ich jetzt zwei Punkte brauche und ich habe nur einen. Ich mache auf jeden Fall, dass mein Schaden mehr wird von 120 auf 160. Das gelingt mir jetzt nicht. Muss ich noch eine Stufe warten. Wir ernähren uns klein. Noch mal etwas schauen. Die Karte, okay, gut, haben wir alles. Na oben. Pilgrims, once lost in cavern mazes, now trapped. Their poor families forever looking forward to a return that will never happen. Da kann ich halt den Zauber benutzen, denke ich mal. Oh, oh, was ist das? Oh, oh. In gut. Front of the hero, an object of divine energies. Reduziert die Abklingzeit aller Fertigkeiten. Mach ich. Adrenalinschub. Das ist ein Perk. Dann habe ich einen Perk, einen Zauber. Aber hier ist sonst nichts, ne? Kann auch nichts aufsammeln. Nö. The halls of Anaya Dyer.
So mesmerizing in their magnificence were to be found at the end of a long road. And a hero never knows what is awaiting them at the end of a road. Moving is more important than reaching. Na komm, wunderbar. Da muss ich auch noch mal hin. Das Leben, das brauche ich erstmal, das Leben hier schön. Mal diese kleine. Na komm. Gut. Gott, nein, komm, komm, komm. Puh. Macht noch zu wenig Schaden, macht sie. Hast du was gehört? Sie macht zu wenig Schaden. Gut. Sieht gut aus. Da kommt. Sehr schwer. Na, das war's. Na, da bin ich selber in die Falle gelaufen. Schade. Reicht es denn jetzt für, dass ich die Familie verstärken kann? Ja, 147 müsste reichen. A set of daggers made just for him. They would be his guide to finding himself, his focal point. The boy tested them. They felt good. Not too heavy, not too light. Like an extension of himself. Uncle Ben suggested a few practice swings outside. The daggers sliced the air. Guided with an easy grace. His nephew was clearly a natural with the blades and would be ready to join his father and sister in no time. But the boy's mother had words on that subject. Two of her children were already risking their lives, and she would not have her precious little boy out there as well. Regretfully, he took the daggers away.
Who was he to argue with a mother when it involved her child? Handing over the daggers was like abandoning a part of himself. He was meant for them, meant to be out there fighting for what was right. He just needed to convince them. Er wird seine Zeit bekommen, der Kevin. Hier kann ich ein bisschen schauen. Wo ist denn der kleine Kevin? So, die Mutter sagt, das Kind ist jetzt zutiefst betrübt. Ich wünschte, ich hätte meine Worte besser gewählt. Ist das richtig so? Wenn Mark zurückkommt, bringt er mir bestimmt noch einen schönen Fisch mit. Das sagt die kleine Lucy. Wenn Mark zurückkommt. So, wo ist denn jetzt überhaupt der kleine Kevin? Hat er sich verkrochen oder was? Ich sehe ihn gar nicht. Gut, müssen wir hier hingehen. Uncle Ben pondered over a map he received from a refugee. The Silk Caverns were a twisted maze of dead ends and venomous nests. But somewhere along the right path, Anea Dyer, spirit of the Caldipo Caves, rested. So, wir können was verbessern. Die Geschwindigkeit? Nee, noch nicht. Die maximale Gesundheit und den Schaden. Soll ich so etwa in eine Waage halten, würde ich sagen. Aber ich mache mal zuerst den Schaden. 200 Morph, gut. Immerhin. Damit sind die Bergsons wieder eine etwas stärker geworden. Und jetzt ziehen wir einfach mal Linda Stufe 3, John Stufe 3. Wir gehen mit John nochmal los. Alles, beide haben sie einen Punkt, sehr gut. John ist etwas stärker. Mal gucken, wie weit wir kommen. Alter, sein Himmelschlag ist auch stärker. Jawohl. Hey, 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 hey. Kommt da glatt durch, das gibt's doch nicht. Okay.
Okay. Oh, Lolo. Schön, kommt hinterher. Also platt gemacht. So. Da gehen wir gleich rein. Was ist das denn da für ein Riesenfisch? Ne, da mache ich noch nicht. Edelstein habe ich natürlich nicht. Und da ist noch Gold. Aha. Was haben wir hier? A table fit for the gods. But a game made for mortals. A hand was to be placed upon the pedestal, and their best was to be given. Nein, 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 nein. Ach, ich muss ihn treffen. Okay. Na, oh Gott, noch ein Leben, komm! Jawohl! Endlich, geschafft! Glück! Auch ein bisschen Gold, aber immerhin. Ist das alles? Wo ist der Rest? War ja nicht viel. Das war ja nix. Das gibt's doch nicht. Schrecklich. Er hat mich noch erwischt, das gibt's doch nicht, ey. Doch keine Perks, nix da, ey. Das ist schon mal Geld, das ist gut. Na, das war ja wohl schwach jetzt von mir. Oh Gott, was kommt denn da auf uns zu? Komm. Sah gut aus. Oh Gott, weg hier! Oh Gott.
Das ist ein Edelstein, endlich. Meine Güte. Das hat auch gedauert. Das hat gedauert. Zurück einmal. Ja, aller Anfang ist schwer. Immerhin. Geld, sehr gut. Die Äxte. Ein Ass im Ärmel, sehr gut. Naja, gut, so gut finde ich es ja nicht, aber egal, mitnehmen. Einige deiner Angriffe führen dazu, dass du zusätzlich eine Axt schleuderst. Gut, nimm mal mit. Immer. Was wir haben, haben wir. Oh. Schon mal im zweiten Abschnitt. Hat die Axt ja richtig gelohnt hier. Oh je, oh je, oh je. Komm, mach mal was! Jawohl! Muss da noch irgendwo ein Herz sein? Gucken wir mal. Und ein Edelstein, sehr gut. Da ist sofort was. Läuft. Ja, und dann noch mal ein Level geschafft, sehr gut. Moment, jetzt gucken wir mal. Da können wir doch den Himmelschlag noch mal ausbauen. Auf 200% Schaden, sehr gut. Und wir haben was Neues freigeschaltet. Erstmal eine Familieneigenschaft. Sobald du genügend Fertigkeitspunkte zugewiesen hast, werden für sämtliche Familienmitglieder individuelle Familieneigenschaften freigeschaltet. Gut, was haben wir hier für eine? Vom gleichen Blut erhöht die Maximalgesundheit aller Familienmitglieder. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das hört sich gut an. Und die kann ich demnächst lernen. Kraft des Alters erhöht Johns Rüstungswert und Zorn der Wächter. John lässt seinen aufgestauten Wut freien Lauf, wird unverwundbar und verursacht Dornenschaden. Auch 6 Sekunden habe ich also keinen Schaden. Sehr gut. Oh, da ist ein Elite-Gegner.
Und ein Edelstein nehmen wir mit. So, wo war denn noch mal eine Kiste? Da unten. Ja, das auch noch. So viele Gegner wieder. Das muss ich hin. Gut. Komm, die Spinne, Mike. Gut, die Spinne ist kalt. Das klappte gut. Ist auch kalt. Her mit der Kohle. Oh, da haben wir noch was. Oh, da haben wir noch was. Who could have possessed such a powerful object? Reduziert Preise, Schnäppchenjäger. Toll. Aha. Tja, wo kann ich was einkaufen hier? Ah, schon wieder so ein starker Gegner. Das schafft. Weg hier. Jawohl, und wieder ein Edelstein. Sehr schön. Aha, es kann noch was werden. Gucken wir mal. Na, weg, 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 weg. Das hat noch gereicht, sehr schön. Oh Gott, nein, da hat's mich erwischt wieder. Das war so knapp. Ich hoffe, dass er ein bisschen Morph eingesammelt hat. Wo es sich mal lohnt. 428, das sieht gut aus. Sehr gut. Damit kommen wir doch schon mal weiter. Worried for the missing boy, Ben thought that maybe he should have hidden the daggers better. Margaret, in her wisdom, knew that nothing would have remained hidden from Kevin forever. Now she only encouraged her son and his daughter to hurry and find him. Das müssen wir machen. Wir müssen den kleinen Kevin wiederholen. Aber erstmal werden wir Geld investieren. Also, wir haben 500. Wir könnten zweimal hier. Das machen wir jetzt auch einmal. Einmal die Rüstungsstärke. Also die maximale Gesundheit ist gestiegen. Und wir holen uns doch mal einmal den Schaden. Und danach gehen wir einmal auf Geschwindigkeit. Das ist auch wichtig. So, jetzt habe ich
die Bergsons wieder aufgelevelt. Das nächste Mal gehe ich hier auf Schnelligkeit, auf jeden Fall. Hier wird jetzt abgespeichert. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich möchte nämlich wissen, wie es mit den Bergsons weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Auf bald.